Hallo liebe Loadblock-Leser, wir sind wieder zurück mit dem iOmega Superhero Backup and Charger für iPhone. Dieses kleine Gerätchen, ja, sieht aus wie ein Dock, eine Ladestation für das iPhone, aber es birgt eine kleine Besonderheit in sich, und zwar kann es auch eure Kontakte und sämtliche Bilder vom iPhone 4 auf eine SD-Karte, ja, sichern. Ich habe da schon ein bisschen mal was vorbereitet, würde man jetzt was sagen. Aber um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich schon mal die Anwendung schon installiert. Und wenn man es entriegelt, dann sollte man diese auch gleich sehen. Ich muss mal da zurückspringen. Und zwar ist die hier, da sieht man das, iOmega Superhero Backup Software. Eigentlich sollte die schon anspringen, aber ich drücke jetzt einfach mal drauf. Es ist eigentlich ganz nett gemacht und sehr simpel gemacht. Da seht ihr schon, es läuft ein kleiner Countdown. Man kann das natürlich auch selber manuell den kompletten Backup starten. Und jetzt geht es eben halt los. 4 GB, da es keine Apps sichert, sondern nur eure Kontakte und die Bilder, die auf dem iPhone sind, sollten 4 GB eigentlich ausreichen. Es sei denn, ihr habt da ganz viele Bilder immer drauf, dann reicht das natürlich nicht. Ihr seht schon, muss an die 1159 Kontakte von mir sichern. Und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit. Wenn man das Gerät zum ersten Mal angeschlossen hat und sein iPhone zum ersten Mal reingesteckt hat, nach dem Entriegeln des Bildschirms, fordert er euch auch sofort auf, die iOmega Software zu installieren, indem er einfach sofort in den App Store hineinspringt und euch auch die Software heraussucht. Das ist ganz schön gemacht, denn auch ein Laie kann das dann sehr schnell vollziehen. Laden tut es dann nebenbei natürlich auch noch, das ist auch eine schöne Sache. So kann man dann zwei Sachen während eines Vorgangs eben halt vornehmen. Einmal laden und einmal sichern. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wie das dann nachher noch in den Einstellern aussieht, das zeige ich euch gleich.